mit schwarzer Farbe setzte er rechts unten die Signatur. Nun war endlich Schluss. Kein Spring mehr. Oliver Reich trat einen Schritt zurück. Das Bild auf der Staffelei war fertig. Über ein Jahr hatte er daran gearbeitet, immer wieder Passagen übermalt, die Form geändert, es mit allen Farben probiert. Nur das Rote Haus war geblieben. Keiner Änderung bedurfte es. Beherrschte noch immer die Szene. Wie ein Turm ragte es auf, beanspruchte Raum durch Form und Farbe. Obwohl es den Blick bannte, war genug frei wie das andere. Das hintere pechschwarze Dach war es nur die Hälfte des vorderen, seine linken Kanten bildet den spitzen Winkel. Die Hausmauer, hoch und glatt, veränderte sich im Wechsel des Lichts. Ihre Flächen rissen zwei dunkle Fensterhöhlen auf, an deren Rändern das Schimmer nur mühsam nach außen drang. Schräg stand das Haus vor der Küste. Spiegelglatten Meer
sich endlich auflösten. Oliver Reich war zufrieden. Er trank einen Schluck vom abgestandenen Wasser, inhalierte tief den Rauch der Zigarette, bis ihm schwarz vor Augen wurde. Alles zog ihn zurück in das Atelier. Er stand verloren im gleißenden Licht der starken Deckenlampe, wusste lange nicht, was er gehen sollte. Die Einsamkeit war fertig, bedurfte keines Striches mehr. Mit einem neuen Bild wollte und konnte er nicht beginnen. Trotzdem griff er, alle Leinwände waren verbraucht, zu der großen Pappe mit dem roten Rahmen, die ihm der Trödler in der Straße geschenkt hatte, und begann, geistesabwesend den dunklen Hintergrund zu malen. Ein seltsames Feuer erfasste ihn. Oliver Reich strich die Farben direkt aus der Tube auf den breiten Pinsel. Das Blau, das Weiß, das Gelb, das Schwarz mischten sich untereinander, brachten die Form hervor, die gleich zum Abbild wurde. Der Kopf, leicht nach vorn gebeugt, beherrschte das Bild. Augen und Nase stachen unter dem leichten Weiß hervor. Das Kinn mit dem grauen Bart nahm Konturen an. Alles kam vom breiten Pinsel und von seinen fließenden Bewegungen. Er wusste nicht, wie ihm geschah. Plötzlich war das Bild fertig. Fassungslos stand Oliver Reich davor, war sich sicher, dass nicht er es gemalt hatte, sondern ein anderer in ihm, ein besserer Maler, als er es jemals sein würde. Was er vor sich sah, war von der Wirklichkeit, um die er sich lange vergeblich bemüht hatte. Trotz der Fassungslosigkeit setzte er die Signatur in die rechte untere Ecke, schrieb Trauer darüber. Immer mehr sah er in den leichten, schwungvollen Strichen. Das Bild entstand in weniger als 20 Minuten, die ihm aber wie eine halbe Ewigkeit vorgekommen war. Der Morgen graute. Reich riss sich vom unbekannten, doch so vertrauten Gesicht Bodo Wackers los, legte sich im Nebenzimmer auf die leere Matratze, fiel in einen tiefen, traumlosen Schlaf, aus dem er erst am Mittag